Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions, frisch aufgezeichnet für euch heute. Und ja, wir spielen heute Der Widerstand, aber vorher wollen wir uns natürlich noch ein paar Forschungsdingsbumskirchen freischalten. Was hatte ich gesagt beim letzten Mal? Ich wollte ja sagen, Spezialmunition hatten wir schon, plus 20 Angriffsstärke, das hatten wir schon freigeschaltet. Ich sagte, ja, mobile Fortbewegung, also Titan, wollte ich ganz gerne machen. Dann wollte ich ja ganz gerne machen, Militärakademie wollte ich machen, wegen Veteran. Und was wollte ich noch? Ich wollte noch Wolframsäge, Holzrodung plus 10% wollte ich machen. Das werden noch 210 Punkte frei. Wollten wir jetzt noch mechanische Exoskelette machen oder was wollten wir noch machen? Das ist die Froggy. Wir können natürlich auch Stacheldraht machen. Ich weiß nicht, ob inwieweit das effektiv ist. Diese unzerstörbare Bombe steht als waffliches Wahrzeichen für den Sieg der Menschheit gegen die Infizierten. Das ist ein Leuchtturmwurf. Wenn da mal stehen würde, wofür wir das brauchen, ne? Weil ich möchte es nicht unbedingt ausgeben, wenn ich nicht weiß, wofür. Ne, das ist verstärkte Betonwände, Bronzeschmiede. Und Mut für Bewohner, Kolonie. Nur für Bewohner. Ah. Benötigte Energie minus 2. Ist auch nicht so ganz unwichtig. Wiederverwertung. Ich wollte mir hier vorne ja auch nochmal gucken. Schutzbarriere. Hier Glücksspiel. Energie. Transferradius. Sichtweite plus 1. Sichtweite. Angriffsweite. Alle Technologien. Forschung minus 25%. Materialien wert für den Öl umzuwandeln. Ja. Supraleiterstrukturen benötigt. Einheiten plus 5% Rüstung. Titan-Angriffsstärke plus 25. Das wäre er hier. Oh, das könnte man natürlich auch gleich machen. Zack. Gleich ein Viertel mehr. Mehr Wumms drauf. Könnte man machen. Oder Stacheldraht. Oder Bronzeschmied. Also ich immer noch nicht weiß, was das ist. Hier steht zwar, es verstärkte Betonwände, ja. Also hat das irgendwas mit der Verteidigung zu tun? Forschungszeit minus 25. Supraleiter. Was ist denn Musch? Musch, sag ich, Musik. Musik. Also da kommt alle zwei Tage, okay. Was haben wir denn hier noch? Genforschung. Nanomaterialien, Rüstung, Tanzergebnisse, infizierte Tötungsmaschinen. Mechanische Klauen, mit denen er Gegner auf einmal, mehrere Gegner auf einmal töten kann. Das finde ich ja auch ein bisschen leisure. Sonst machen wir hier 5% Rüstung und dann können wir sonst hier in der Genforschung machen. Für 300 Punkte. Was haben wir denn hier? Schockturm, Angriffsreichweite, Tesla-Sprung-Energie-Radius, Energie, Ölplattform, Ölförderung plus 20%, auch schön. Artillerietransport. Machen wir das mal so. Machen wir das einfach mal so, vielleicht fruchtet das ja. Gut, wir machen Der Widerstand. Heute frisch für euch, wie gesagt. Ich bin gerade frisch auf, also die Folge dürfte gerade frisch online sein, wenn ich sie aufgenommen habe und ihr sie auch zu sehen bekommt. Also von daher... Kann das sein, dass die Flamme noch nicht komplett gerendert ist? So, ist auch egal. Gucken wir es mal. So, über einem kleinen Grundwasservorkommen in der Wüste erhebt sich eine antike Festung. Sie scheint ein Überbleibsel der alten Zivilisation zu sein. Lediglich ein paar Wälle haben die Gezeiten überdauert. Nutze sie, um deine Verteidigung aufzubauen. Unsere Ingenieure haben die vorhandenen Materialien genutzt, um ein großes Teleskop auf der Kommandozentrale zu errichten. Jetzt sind wir in der Lage, die gesamte Umgebung zu überwachen. Errichte eine große Zivilisation und verstärke deine Verteidigung, um die Angriffe der Infizierten abzuwehren. Siegesbedingungen, Kolonienbevölkerung 2000. Achtung. Widersetze dich allen Schwärmen und Zeit bis zum Abschluss 88 Tage. Die Kommandozentrale darf natürlich wie immer nicht zerstört werden.
Das sollten wir eventuell hinbekommen. Irgendwann, im zweiten Versuch. Wir wissen ja mittlerweile, dass ich den ersten Versuch grundsätzlich immer versemmeln und den zweiten Versuch dann einigermaßen vernünftig durchziehen kann. Weil ich dann weiß, was auf mich zukommt. Und wie wir sehen, ist tatsächlich nur ein Wasservorkommen hier. Das heißt, wir müssen... Ach du Grüner, wir müssen tatsächlich ja... Mal kurz gucken, was wir hier haben. So, ich zoome einmal kurz raus. Okay. Einmal kurz mal mischen. Das finde ich natürlich dann auch interessant. Also das wäre tatsächlich vielleicht auch mal etwas, was wir in der Forschung freischalten können, dass wirklich die gesamte Map freigeschaltet ist. Das finde ich dann doch schon sehr sexy. Auch wenn wir hier natürlich dann jetzt keine Zombies sehen. Okay, also sind die Grundfesten der Basis sind eigentlich schon definiert, indem wir einfach in Anführungszeichen einfach hier nur die Lücken schließen müssen. Jetzt mal so ganz grob gesagt. Und größer ist auch die Karte nicht. Also von daher ist... Und man sieht das auch hier schon an dem Grün sehr schön, wie das gezeichnet ist. Also hier sollten wir dann anscheinend dann Dinge tun. So, hier haben wir Öl. Das ist okay. Da haben wir Öl. Das ist auch okay. Da haben wir auch nochmal Öl. Das ist okay. Ressourcen üppig, was mich gleichzeitig auch so ein bisschen nervös macht, sagen wir mal. Weil, naja, sagen wir mal, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es hier auch heiß hergeht. Okay. Es scheint hier aber irgendwie nirgendwo irgendwas. Was ist das denn überhaupt? Wunder und andere Spezialkonstruktionen. Die Akademie der Unsterblichen. Arbeiter 50, Energie 50, Holz 200, Stein 200, Eisen 100, Gold 7000. Ja, danke. Alle Einheiten sind wir daran. Ja, gut. So. Große Ballist lassen wir nochmal. Weil, ich weiß noch nicht, wo ich die setzen soll. Noch Horde wissen wir noch nicht. Hat ja auch noch nichts angefangen hier. Aber ich werde schon mal bauen. Ich würde eigentlich ungern hier bauen wollen, weil ihr seht ja, hier ist so schön viel Gras. Obwohl, naja gut, wir sollten eigentlich, was Farm angeht, ganz solide bauen können. Naja gut, okay. So viele Farmen können wir gar nicht bauen. Also wir müssen schon recht auch zügig sehen, auch wegen dem Essen. Dass wir recht zügig hier auch Farm forschen können. Machen wir hier mal einen 16er gleich hin. Achso, okay. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, das zu bauen. Dann machen wir sonst erstmal tatsächlich erstmal Hütten. 1, 2, 3. Also obligatorischen 3 Hütten. So. Okay, tatsächlich keine Zombies. Na, ich habe jetzt auf Verfolgen gesetzt. Passiert gar nichts. Gut, dann machen wir das so. Dann packen wir die erstmal hier. Und die setzen wir mal... Die setzen wir mal auf Stellung halten. Und die sind ja auch verfolgen. Also falls hier mal irgendwo ein Zombie auftaucht, dann werden die 6 Mädels das merken und dann werden sie gleich loslaufen. So. Ist natürlich schwierig. Okay. Okay. So, machen wir hier dann den 16er hin. Die ersten Kolonisten. Da müssen wir ein bisschen zusammenstauen. Wir müssen echt gucken, wo wir die Häuser halt hinbauen. Am besten auf Sand, weil das ist ja echt wichtig. Und wir müssen sehen, dass wir eine Dings bauen. Eine Schreinerei. So. Lass mal gleich Holzproduktion anwerfen. Das ist natürlich Gold. Das machen wir gleich. Ja gut, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Also ich werde zusehen. Ja, ich werde mal gucken, wie ich das mache. Ich werde gucken. So, die werde ich mal... So tired. So. Erstmal die in Bereitschaft setzen. Die packen wir erstmal dahin. Und dann dort Stellung halten. So, zack, zack. Na. So.
Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sechsmal. Nee, erst müssen wir tatsächlich mal aufpassen. Huch, ah, guck mal. Siehste? Deswegen habe ich die in Verfolgermodus gesetzt, weil sie nämlich dann laufen. Sobald ein Zombie irgendwo auf der Karte erscheint, laufen die hin. Machen ihn gleich platt. So soll es sein. Da müssen wir natürlich trotzdem noch ein paar Soldaten ausbilden. Weil die können natürlich die ganze Map können sie natürlich nicht übersehen. Was sind wir für einzelne Zombies? Okay, das sollten sie eigentlich schaffen und so schnell sind sie ja noch nicht. Guck mal, da kommt noch ein angewackelt da zum Beispiel. Also auch da werden wir trotzdem eine fette Armee noch bauen müssen. Einmal wegen der Horden natürlich. Und damit wir eben halt das Areal auch vernünftig absichern können. Aber zum Glück sind die Schützen auch relativ schnell. So. Gut, weiter geht's. Essen. Ja, da müssen wir echt gucken, wie wir das machen. Oh, warte. Kommen wir da schon irgendwie... Ne, kommen wir nicht, ne? Da müssen wir natürlich an Steinfix rankommen. Warte mal, machen wir sonst als allererstes erstmal den Kameraden. Dass wir hier vielleicht schon ein bisschen Stein abbauen können. Dann können wir schon mal die erste Kaserne bauen. Ah, spawn überall. Ja, das sind gar nicht mal so wenig. Guck mal, hier kommen wir auch mal so vereinzelte. Hier kommen auch mal vereinzelte Zombies. Ich glaube, ich lasse die auch noch mal laufen. Attention. Building completed. Einfach mal laufen lassen. Wenn das nur vereinzelte Zombies sind, ist es ja auch in Ordnung. So, gut, weiter gucken. Job. Ne, warte, ich wollte ja eigentlich was essen machen. 16, 16, 20. Ne, was? Ich dachte, ich hätte 20 gehabt, schade. Und hier noch ein 16er hin. Bisschen fishy. So, dann. 3, 3, 5, 4, 5, 5. Machen wir hier einen 5er erstmal hin. Muss erstmal ein bisschen Stein produzieren. So, ich glaube. Ja, alles klar. Ja, die sind aber sowieso alle in Bereitschaft hier. Also, bei den Sniper, den können wir vielleicht tatsächlich nochmal hier parken. Weil der Sniper muss nicht durch die Gegend rennen, aber die anderen, die können ruhig in Bereitschaft bleiben. Lass die doch mal durch, den Mann. Lass die doch mal durch. Wichtiger Mensch. So. Holz. Wir brauchen natürlich mehr Holz. Vielleicht hier so hinbauen, dann da so hinbauen, darüber und uns mal schon so langsam ein bisschen ausbreiten. Energie brauchen wir auch gleich, aber gut, dafür brauchen wir erstmal Holz. Können wir hier oben vielleicht schon? Oder da? Oder da? Oder da? Oder da? Oder? Da müssen wir natürlich ein bisschen warten, gucken. So. Bau den Turm, dann können wir nämlich dann hier weitermachen. Allzu viele Holzfäller werden wir hier sowieso nicht setzen können, weil gerade so diese Flächen, die sind natürlich so schmal, dass wir hier nicht mal eben so gegenüber nochmal ein paar Holzfäller setzen können. Na gut, okay. 13. 16. 16, machen wir hier einen 16er hin. So, zack. Hier weiter ausbreiten. People dazu. Auch in Energie.
So. Ja, gut, dann müssen wir als nächstes nachher anfangen, schon diese Areale. Also müssen wir echt sehen, dass wir möglichst schnell dieses Areal dann auch freischalten. Damit wir dann die Mauern ziehen können. Wir wissen natürlich dann immer noch nicht, von wo die Zombies kommen. Aber wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir die äußeren Mauern, dass wir die ziehen. Fix. Also vielleicht auch schon mal so ein bisschen Richtung Stein, dass wir hier Stein machen können. Wunder. So. Vier Arbeiter. Okay, kriegen wir gleich. Dauert nur ein Moment. So, weiterspielen. Zieht sich natürlich gerade wieder am Anfang wieder so ein bisschen, aber das nützt ja nichts. Wir müssen da ja so ein bisschen warten. Arbeiter 4, die kriegen wir nicht gleich. Was aus mit Teslas? Brauchen wir natürlich immer wieder einen Arbeiter für. Deswegen warte ich nochmal einen Augenblick, damit wir eher nochmal so einen Steinmetz nochmal setzen können. Ach, kommt da schon wieder? Sehr gut. Wir bauen nämlich dann hier gleich den nächsten Steinmetz hin. Holzproduktion läuft natürlich. Vielleicht sollten wir hier in der Nähe auch irgendwo mal so ein Lagerhaus bauen, weil, ne, das würde ich glaube ich schon bringen an der Stelle. Ach so, und Strom. Für Strom brauche ich die Leute. Das ist eigentlich eher ein bisschen wichtiger, muss ich sagen. So, haben wir aber trotzdem noch 8 Leute, das geht. Essen müssen wir natürlich gucken. Und wir brauchen Steinmetz. 7, 4. Ah, schade, das ist hier 7, ne? 5. 5. Machen wir hier noch 5er hin. Ja, mal gucken, dass wir die vielleicht so im Zickzack, dass wir hier setzen. Ich glaube, dann können wir den Raum ein bisschen besser ausnutzen. Essen. Essen. 16. 14. Können wir auch schon einbauen? 15. So. So, und natürlich brauchen wir hier noch ein paar Jäger. So. Da oben vielleicht nochmal den einen oder anderen. Doch, mal ein 14er. Das ist alles 14. Ja gut, okay, dann ist es glaube ich egal. Setze ich den hier hin. Ein bisschen entspannter. Dann nochmal ein 16er hinbauen. Wir müssen uns ja erstmal so ein bisschen durchwursteln. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar mehr Peebles. Das nichts mehr rein. Du musst dich leider mal dahin stellen. Ja. 2000 Leute muss man auch mal wieder zusammenkriegen. Huch. Aha. Ja gut, ich meine eher, ich glaube, ihn lassen wir mal auch mal mit zum Sniper, weil er ist eh zu langsam, er schafft er eh nicht. Dann nehmen wir die lieber als letzte Bastion sozusagen. Falls jemand tatsächlich bis zur Innenstadt kommt, dass wir das verteidigen können an der Stelle. Aber dafür sind einfach die Jäger sind einfach viel zu schnell, was das angeht. So. So, haben wir schon ein bisschen Stein. Können wir schon irgendwie was so ein bisschen... Ja, da brauchen wir noch 8 Arbeiter dafür. Gut, die kommen noch. Wir können natürlich auch noch Patrouillen setzen. Das könnten wir natürlich machen mit den 2. Guck mal, da oben ist irgendwie auch schon wieder hart. Ah, guck mal hier. Ja, da müssen wir aufpassen. Guck mal hier, das sind nämlich dann solche Geschichten. Mal gucken, wo er auf Verfolgen geht. Ah, ich lasse ihn sonst so laufen, das passt schon. Ah, das sind doch ein paar mehr. Guck mal hier. Da. Das ist gar nicht so wenig. Warte mal, ich lasse ihn doch mal laufen. Also müssen wir doch zusehen, dass wir zügig Soldaten bauen, die wir dann immer mal so randommäßig. Oh, da kommen ein paar mehr. Guck mal hier, was hier alles angewackelt kommt. Da müssen wir schon ein bisschen Gas geben.
Aber wir haben leider gerade keine. Wir dürfen noch nicht. Uns fehlen immer noch 8 Arbeiter, aber die dürften wir eigentlich gleich kriegen. Und jetzt. Das ist gut, wenn wir mal kurz auf Pause gehen und dann tüdel ich die mal irgendwo. Ach ne, hier darf ich ja noch gar nicht. Aber hier darf ich. Dass wir vielleicht schon mal hier schon eine kleine Kaserne bauen. So. Wir schon mal die Kaserne holen, dann rufen wir die dann halt jedes Mal zurück, weil da scheinen immer nur vereinzelte Zombies zu sein. Nichtsdestotrotz müssen wir echt sehen, dass wir hier zügig mal ein bisschen bauen. Wir müssen vor allem auch die Verteidigungsanlagen mal bauen. So, wir müssen hier weiterkommen. Überall. Ist ja alles an Eisen, ist ja unglaublich. Wir müssen uns echt zügig mal vergrößern hier. Sehr schön. Ich glaube, ich brauche noch eine Mühle auf jeden Fall. Muss uns hier vorne gleich setzen. Die brauchen wir sowieso. Zum Glück sind das keine Stellenformen. So, die packe ich mal dahin. Na gut, ein Jäger, ja toll. Aber kein Geld haben. Aber ein Jäger ist eben halt ein Jäger mehr. Da können wir die eben halt so random durch die Gegend schicken. Und jetzt stehen die ganzen Truppen wieder, das heißt, wir wissen, dass keine Zombies mehr auf der Map sind. Das ist schon mal gut. Das ist doch fein. So, was haben wir noch? 5 Leute. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder, wir brauchen natürlich Gold, ist klar. Das heißt, wir können sowieso nichts kaufen. Warten wir nochmal einen Moment. Ah, da kommen sie gleich. So. Energie haben wir, Essen haben wir auch erstmal wieder. Wir gucken, dass wir wieder an Gold kommen. Langsam. Also, wir müssen uns natürlich auch ganz zügig nach hier oben entwickeln. Ah, fällt uns natürlich überall Gold, ne? Fällt uns massig Gold. Und die Grenzen hier immer eben zu schließen, das wird auch nicht mal eben so laufen. Vor allem, wir müssen uns ja tatsächlich auch dementsprechend ausbreiten. Tag 18 kommen ja schon die ersten Horden. So. Ich baue mich dann mal. Ja, gut, hier. Ja, gut, dann bauen wir uns hier ein Tor hin, dass das geht. Oder bauen wir uns erstmal hier vorne hin. Können wir natürlich auch. Ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal, wo wir uns hinbauen. So. Also in dieser Runde gewinnt, glaube ich, das Spiel derjenige, der am schnellsten hier die Tesla-Spulen aufbaut, damit man da ein bisschen zügiger vorankommt. Geld wird natürlich wieder knapp. Also wir sollten eben halt auch schon vielleicht nach hier oben uns so ein bisschen expandieren. Damit wir da zügig auch Geldreserven anscheffeln können. Das sind schon ganz schon große Lücken. Wenn wir das alles noch verteidigen sollen. Das Schöne ist, die Dinger hier gehen natürlich nicht kaputt. Also das sind eigentlich schon recht solide Mauerstücke. Das ist natürlich fein. So. Das ist auch fertig. Eigentlich schon mal so ein bisschen bauen. Können wir hier vielleicht schon mal das erste Mauernstück schon mal ansetzen. Ich weiß gar nicht. Hier dürfen wir nichts bauen, okay? Ich will nicht hoffen, dass sie da durchkommen können. Das wäre etwas ungeil. Was können wir hier quer rüber? Ich will es hoffen. Dass wir uns hier mal so quer rüber bauen dürfen. Attention.
completed. So, dann müssen wir die einzelnen Mauerstücke natürlich dann erstmal schließen. So, gut. Müsste man natürlich jetzt nur noch wissen, von wo die Zombies angreifen jetzt im ersten Step. Aber gut, das sollte so nichts werden. So, hier müssen wir alles generell ein bisschen enger bauen. Wieder mal ein Stück weniger, wo sie durchkommen können. So, können wir hier schon irgendwas machen? Oh ja, können wir. Da brauchen wir aber erstmal Tore für. Wenn wir dann dürften. Da kommt also ein Tor hin. Also machen wir hier zu. Da kommt ein Tor hin. Da kommt ein Tor hin. Dann machen wir hier zu. Okay, oder so. Wir brauchen natürlich dann mehr Holz. Was mich dazu führt, dass wir hier vielleicht mal den einen oder anderen Holzfäller oder Sägemühle bauen sollten. Gold haben wir aber keine Arbeiter mehr. Gut, die kommen gleich. Dauert natürlich wieder eine Minute. Okay, da kommen wieder ein paar Zombies und die Soldaten setzen sich in Bewegung. Aber wo Soldaten setzen sich in Bewegung? Wo hatten wir denn... Da können wir auch gleich nochmal auf Jagen setzen. Dann wahrscheinlich dann auch mutmaßlich immer mehr werden. Oh, das ist vor allem nicht gerade wenig. Das sind dann doch schon mal eine ganze Menge Zombies. Oh, wir müssen dann schon ein bisschen Gas geben. Warte mal, wer ist denn in der Nähe? Warte mal, euch lasse ich erstmal... Nicht, dass wir unser irgendwie... Roger that. You call that a plan. Weil das ist eine Infektion, ganz fix hier. My bow and arrows are ready. Ja, wir müssen da schon massig Soldaten schon bringen, ja. So. My bow and arrows are ready now. Also hier kommen wir erstmal mit den normalen Jägern ganz gut klar, glaube ich. Ja, das finden wir natürlich dann auch später, wenn wir die ganzen Mauern zu haben, ne? Ist ja auch klar. My bow and arrows are ready. So. Gut, weitermachen. Nicht lange zugucken, sondern erstmal schauen. So, hier machen wir auch gleich zu und dann expandieren wir in die Richtung. Möglichst schnell eben müssen wir den Kram hier zumachen, damit eben das nicht passiert, was wir hier gerade tun oder was wir gerade erleben. Das ist nämlich, dass die ganzen Zombies hier reinmarschieren, wie sie wollen. Das wollen wir nämlich noch ein bisschen unterbinden. So, Leute haben wir auch momentan noch zu wenig.
Wir müssen uns also auch wieder ein paar Zelte bauen. So, und außerdem brauchen wir noch mehr Holz. Ah, ich will hier nicht an der Stelle nicht unbedingt zubauen. Das ist vielleicht auch nicht so schlau. Holz. Dann brauchen wir hier 15er hin. Dürfen wir noch nicht. Dürfen wir hier dann schon irgendwie irgendwo was bauen? Nee, ne? Ah, das ist nämlich das, was ich sagte. Das ist alles so schmal hier. Dass sie sich nämlich hier überlagern. Und das ist natürlich kacke. Obwohl natürlich nicht genug Material. Daran kann es natürlich auch liegen. Ja, also 8 Leute haben wir. Ich brauche weiter Teslas. Ich brauche überall Teslas. Wir müssen überall zumachen. Das ist echt viel Arbeit. Ich baue dann hier schon mal in die Richtung weiter. Dann brauchen wir gleich das Holz, die Holzreserven. Hier ist nix. Die Türme werden wir natürlich auch besetzen. Naja, wenn es soweit ist. Solange nur diese kleinen Zombies kommen, ist es nicht so dramatisch. Ich weiß ja auch nicht, was dann nachher für Zombie-Horden kommen. Ob das nachher Standard-Zombies sind, ob die eigentlich in dieser Runde, ob die es in dieser Mission eher so ein bisschen darum geht, so die ganzen Lücken zu füllen. Das weiß ich natürlich nicht. Also mehr an mehreren Fronten zu kämpfen. Ich denke mal, dass es eher in die Richtung abzielt. Und nachher werden es natürlich auch dementsprechend die Massen sein, ne? Das ist auch klar. Wenn wir nachher auch wissen, wo die Horde herkommt, die erste Angriffshorde herkommt, dann setzen wir da auch nachher den ersten, die erste Ballist natürlich. Achso, warte mal, dann machen wir gleich mal gucken, bauen wir uns gleich mal hier so ein bisschen dran. Ja, fehlt uns natürlich Materialien. Muss auf jeden Fall zumachen. So, jetzt aber so, zack. Bauen wir uns natürlich hier rüber. Hier darf ich wieder nicht setzen, ne? Wahrscheinlich, weil da irgendwie... Na, setze ich da sonst einen Turm rein. Und ist so dramatisch. So. Nach und nach erstmal die ganzen Lücken schließen, wie gesagt. Brauche ich wieder Gold für... Na, so können wir uns dann, so nach und nach können wir uns dann hier die ganzen Lücken schließen. Und dann kommen sie nicht so einfach mal eben durch. So, noch 3 Leute. Das heißt, wir müssen schon wieder ein paar Zelte bauen. Da möchte ich ungern bauen, wie gesagt. Das wäre immer jetzt mal so eine Lücke mal. Hier soll es aber eigentlich gehen. Hier dürfen wir wahrscheinlich sowieso kein Holz. Und wir haben keine mehr. Ah, ah, ah. So, 15. Ah. 21. Holz, warte. Können wir vielleicht gleich gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Holz anbauen dürfen. 19. 10. Okay, dann war es schon wieder. Hier kriegen wir wahrscheinlich keinen Fischer mehr hin. Also Fischer ist sowieso ein bisschen mau. Wir müssen also 16, dass wir über Jäger arbeiten. Ah, so, hier vielleicht ein 16er, 17er, machen wir 17er hin. So. Energie. So, lass uns mal überlegen. Wir haben jetzt gerade erstmal noch die Zelte. Können wir uns hier oben noch mal ein bisschen ausbreiten. Das vielleicht. Da nochmal ein Häuschen. Da ein Häuschen. Da ein Häuschen. So, hier quetschen wir noch ein bisschen was rein. Können wir da schon irgendwie was bauen? Nein, 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 nein. Da kommen wir noch nicht weiter. Da kommen wir auch noch nicht weiter.
Das ist auch eine fiese Ecke hier. Aber okay, gut. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Gut. Vielleicht bauen wir uns erstmal hier rüber. Ah, siehst mal, dann können wir gleich die nächste Lücke schließen. Gehen wir hier ein Stück rüber, dann geht das. Dann passt es gerade. Und hier gehen wir auch mal rüber. Wenn wir denn dürften, dürfen wir nämlich nicht. Sehr gut. Ja, das ist natürlich auch blöd, dass sie sich jetzt miteinander verbinden. Das ist natürlich auch nicht so schön. Das wollte ich eigentlich nicht so. Lass uns die mal hier vorne hinziehen. Damit sie sich so vielleicht ein bisschen aufteilen. Damit wir die Fläche ein bisschen besser abstecken können. Und zum Eisen sollten wir auch so langsam, aber da bauen wir uns das sowieso so langsam hin. Nach und nach. Dauert eben nur ein bisschen. So, Essen. Ja, müssen wir gleich gucken. Wir müssen uns noch gleich ein paar Jagdhütten bauen. Okay, dann packen wir die erstmal da. Ihr könnt auch schon mal in Bereitschaft gehen. Nein. So. Gut, weiter geht's. Wo bauen wir denn den nächsten Tesla-Turm? Hier können wir weiterbauen. Hier an Gold sollten wir auch mal ran, so langsam. Das passt eigentlich ganz gut, wenn wir uns hier hinbauen. Dann kann ich auch direkt hier hinsetzen. So. Baue ich mal hier hin. So. Und dann gleich die nächsten Mauern. Und zwar hier hin. Bauen wir uns mehr so schräg rüber. Ups, der sollte eigentlich nicht. Zack. Machen wir nämlich hierzu. Vorsichtshalber einen Turm, den wir nicht bauen können. Okay. Sehr schön. So, jetzt können wir den Turm. Bauen wir den dahin. Hier haben wir nochmal ein, zwei Türmchen. Dann bauen wir da nämlich noch einen Turm. Hier nochmal einen Turm. Da stehen schon zwei. Und vielleicht hier unten nochmal. Kriegen wir das hin? Noch nicht ganz so gebacken. Dann gehen wir erstmal vielleicht erstmal hier so ein Stück rüber. Nutzen wir den Platz ein bisschen besser aus. Lassen wir den erstmal bauen. Oh, siehst du mal. Dann können wir den nämlich auch gleich fertig machen. Zack. Und machen uns hier gleich. Ups. Wollte ich nicht. 100 Gold. Direkt in der Mitte. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Was kriegen wir denn da raus? 110. Also sollten wir hier wieder bauen. 160. Dann können wir nämlich da oben noch 110er bauen. Dann mache ich erstmal so rein. Kriegen wir jetzt mal 110 Gold dazu. Das ist ja schon mal fein. So, den lassen wir mal tüdeln. Anscheinend sind da wieder Zombies gespawnt. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Soldaten. Vielleicht den nächsten Jäger ausbilden, damit wir immer so ein bisschen Puffer haben. Ja, das ist nämlich so das Problem. Hier sieht man das dann auch ganz gut, dass sie sich wieder miteinander verbünden, was ja auch klar ist, weil die laufen ja dann auch nur die einzelnen Ziele ab. Aber wenn nachher ein dicker Pulk hier durch die Gegend rennt, dann ist es ein bisschen zu viel. Guck mal hier, da, das ist nämlich, ja, das ist nämlich das Problem hier. Da kommen sie nämlich durch. Jetzt hier nämlich gerade der Fall ist. Haben wir hier irgendwas irgendwie in der Nähe? Auch nicht wirklich. So, warte mal, dich mal gleich dahin schicken. Das geht nämlich ganz, ganz fix. Das ist nämlich ganz, ganz fix, sind nämlich da. Ähm.
anderen Nasenbären nennen. Also wir sollten eigentlich am besten immer noch ein paar Leute hier direkt in der Basis haben. Ich würde auch ganz gerne, was ich auch ganz toll finden würde, wenn ich so Patrouillen, wenn ich mehrere Patrouillenpunkte setzen könnte. So kann das nämlich auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Das ist das, was ich meinte. Weißt du? So, bitte dahin. Warte mal. Jetzt müssen wir alles eben mal hier hinwerfen. Ah, es sieht mir schon so nach einer Niederlage aus. So eine frühe Niederlage. Das ist eine frühe Niederlage. Ja, das ist eine frühe Niederlage. Alles klar. Ja, das kommt davon natürlich, wenn man sich das so einfach macht. Sagt man einfach, komm hier, lass mal die Soldaten einfach losrennen. Das passt schon. Dann pflücken sie die Zombies weg. Ja, aber dann verbünden die sich nachher wieder. Dann sind das wieder so ein riesen 20-30-Mann-Pulk, der durch die Gegend rennt. Aber die kommen natürlich dann auch, die schaffen es natürlich zeitmäßig auch nicht, die ganze Map dann gleichzeitig zu überwachen. Also wir müssen da, glaube ich, mehr mit Patrouillen arbeiten. Aber das habe ich schon fast abgesehen, dass das so weit kommt. Also das Ziel dieser Mission wird es definitiv sein, dass wir erstmal sehen, dass wir möglichst zügig am Anfang, dass wir da die ganzen Barrikaden hochziehen, damit wir es möglichst verhindern, dass die ganzen Zombies durchkommen. Dann werden wir die ganzen Türme mit Soldaten jeweils bestücken und dementsprechend von wo nachher die Zombie-Horden angreifen, dass wir da die Ballisten hinbauen, dass wir da die Verteidigung, dementsprechend da hochziehen. Und ja, das werden wir dann so machen an der Stelle. Ich mache an dieser Stelle schon mal Schluss für diese Folge. Ich werde in der nächsten Folge, Anfang nächster Folge, werde ich schon mal so ein bisschen anfangen zu bauen und dann werde ich dann nachher irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, welchen Tag wir jetzt gerade gewesen sind, das muss ich gleich mal im Video nochmal nachschauen, dass ich denn da nochmal ansetze, sodass wir nicht gleich wieder komplett bei Null anfangen, aber dass wir dann zumindest vielleicht schon mal die ersten 10 Tage oder 5, 6, 7 Tage, die ich jetzt gerade gespielt habe, dass ich die dann schon wieder fertig habe. Naja gut, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge They Are Billions wieder, wenn wir dann doch mal ein bisschen besseren Start hinlegen. Also vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.